wie ist das, dass die deutschen Touristen jetzt wieder nach Mallorca kommen? Oh, wir können es kaum erwarten. Wir freuen uns. Wir sind schon so lange ohne Touristen, hier isoliert, ohne Menschen. Und wir warten, 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 warten. Bitte kommt. Die Insel hat darauf gewartet, dass sie wieder zum Leben erweckt wird. Und zweitens freut man sich natürlich auf die Zweithausbesitzer, also Ferienimmobilienbesitzer, die sozusagen wieder ihre Immobilien nutzen können, die uns natürlich auch in erster Linie das Geld auf die Insel bringen. Wir sind froh, dass die deutschen Urlauber endlich wieder nach Mallorca kommen können. Wir müssen den Tourismus so schnell wie möglich wieder reaktivieren. Das Pilotprojekt, was jetzt startet, finde ich gut. Wir werden danach sehen, ob es funktioniert. Ich glaube, wenn das Pilotprojekt gut gelaufen ist und funktioniert hat, dann werden Mallorca und die Balearen wegen der Sicherheit, die wir den Touristen hier bieten können, ein wichtiges Reiseziel sein. Andere Länder werden sich das Pilotprojekt der Balearen sehr genau anschauen und es eventuell dann auch in ihren Ländern anwenden. Dieses Pilotprojekt ist sehr, sehr wichtig für die Balearen. Wir arbeiten beide in der Touristikbranche. Wir freuen uns schon auf die Touristen. Die Urlauber werden ja unter Hygieneauflagen und unter den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen auf die Insel gebracht. Deutsche Urlauber sind hier gerne gesehen. Wir brauchen die Touristen ja auch. Und es wird wirklich Zeit, dass sie kommen, damit sie zusammen mit uns Mallorca genießen können. Die Insel und die Balearen gehen mit gutem Beispiel voran. Hier wurden die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen und damit hatten wir Erfolg. Der Tourismus wird der Insel nach dem Lockdown gut tun. Auch dass endlich die Grenzen wieder geöffnet werden, war ein wichtiger Schritt. Das Pilotprojekt war eine gute Entscheidung. Dass die Touristen am 15. Juni wieder nach Mallorca kommen, ist für uns Mallorquiner sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass jetzt die Flughäfen wieder öffnen, aber nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Mallorca war die gesamte Pandemie am wenigsten betroffen. Die deutschen Urlauber kennen Mallorca und die Balearen am besten. Durch die Sicherheitsmaßnahmen werden die Urlauber sich auf Mallorca sicher fühlen können und ein gutes Urlaubsgefühl haben. Dass die Touristen jetzt wieder nach Mallorca kommen können, ist etwas sehr Positives. Es wird eine sehr gute Werbung für Mallorca sein. Es ist jetzt schon als Erfolg zu werten, dass die ersten Urlauber überhaupt kommen können. Für die meisten Hoteliers ist es allerdings schade, dass dies so kurzfristig beschlossen wurde. Aber trotzdem sehen wir das Pilotprojekt positiv. Schließlich wurde dem Pilotprojekt, das schon ab Montag starten soll, erst am vergangenen Dienstag die Freigabe erteilt. Es war einfach zu wenig Zeit, um die Hotels auf die Reaktivierung des Tourismus vorzubereiten. Aber auch für die Urlauber wird es sehr kurzfristig gewesen sein, sich innerhalb so kurzer Zeit zu organisieren. Auf Mallorca wurde sehr hart für das Pilotprojekt gearbeitet, damit die Urlauber wieder nach Mallorca kommen dürfen. Aber mit etwas mehr Vorlaufzeit wäre es für alle besser gewesen. Das Hotel Valparaiso werden wir erst ab dem 1. August wieder öffnen. Auch weil wir erstmal vorsichtig sein wollen und sehen wollen, wie sich das alles nach der Grenzöffnung ab 1. Juli entwickelt, um dann organisierter vorzugehen. En mi opinión, que se haya organizado con tan poco tiempo, pero considero muy positivo.